Nach dem gestrigen Trauerspiel am US-Feiertag dürfte es heute wieder etwas mehr zur Sache gehen. Und wir sehen zwei Entwicklungen. Erstens, Gold steigt wieder über die 1800er Marke und der Ölpreis, der wird immer mehr ein Faktor jetzt auch in Sachen Inflation, nachdem die OPEC Plus es gestern nicht geschafft hat, sich irgendwie zu einigen, sodass eben nach wie vor nicht mehr Angebot an Öl auf den Markt kommt und das bei der derzeit nicht unwesentlichen Nachfrage, der Ölpreis auf dem höchsten Stand seit 2018, und das wird, wie gesagt, ein größerer Faktor in Sachen Inflation. Schauen wir uns die Dinge mal an, wie sie sich jetzt eigentlich zu Beginn der Handelswoche, wenn wir den gestrigen unnützen Tag mal beiseite lassen, sich darstellt. Wir haben Gold jetzt mit einem Anstieg, wie gesagt, über die 1800er Marke nach einem Bericht, vor allem auf Bloomberg, wo man spekuliert über zusätzliche Käufe der Notenbanken von Gold. Da schätzt man, dass eben die Goldkäufe, die auf recht niedrigem Niveau waren, durch die Zentralbanken jetzt wieder steigen dürften. Vor allem Goldkäufe auf Kosten von Dollarkäufen. So ist hier die These. Da werden dann einzelne Notenbanken genannt, wie Ghana, Serbien, also die allererste Reihe. Aber sei es drum, jedenfalls hat dieser Bericht offenkundig dazu geführt, dass Gold jetzt weiter steigen kann. Es gibt aber noch natürlich ein paar andere Faktoren, zum Beispiel die physische Goldnachfrage in China und Indien oder China oder China, ja, oder Indien, je nachdem. Da ist also zunehmendes Momentum erkennbar. Dazu kommt, dass möglicherweise jetzt westliche Investoren draufspringen, Spekulanten draufspringen, denn die Positionierung in Gold ist nicht besonders hoch. Wir haben ja zuletzt sehr starke Abflüsse auch gesehen, etwa aus Gold-ETFs. Also das könnte hier ein ziemlich gutes Setup sein nach dem Abverkauf im Juni für das gelbe Edelmetall. Und wenn wir uns hier mal den Preis anschauen, wie gesagt, Chart von Capital.com, meine Damen und Herren, ich hätte es ja fast vergessen, sehen wir, dass wir möglicherweise hier ja um diese Zone 1,87800 jetzt einen Boden ausgebildet haben nach dem Abverkauf im Juni. Ich glaube, das war der schlechteste Monate seit Jahren für Gold, dieser Juni, und dass jetzt natürlich wieder ein bisschen Luft nach oben ist, zumal die Saisonalität in Gold relativ günstig ist. Hier sehen wir, ab Anfang Juli geht es normalerweise tendenziell nach oben bis in den September. Kann diesmal alles anders sein, aber wie gesagt, ein solches Setup hat eine ganz ordentliche Wahrscheinlichkeit normalerweise in dieser Kombination. Wir werden sehen, was weiter passiert. Der Dollar wird natürlich ein Faktor sein. Ein nicht unwesentlicher, aber ein wichtiger Faktor ist jetzt Öl. Gestern ja diese Konfrontation nicht gelöst worden zwischen Saudi-Arabien, wenn man so will, und dem Rest der OPEC, auch Russland, und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Da ist vor allem der Zeitraum, wie lange eine solche Kapazitätsausweitung bestehen soll, war ein großes Thema. Den Vereinigten Arabischen Emiraten war es schlichtweg zu lange zu sagen, ja, wir werden bis weit in 2022 dann diese Fördermenge, die wir dann jetzt beschließen, beibehalten. Das fand man zu unflexibel. Jedenfalls haben wir jetzt die Situation nicht nur, dass der Preis deutlich gestiegen ist, sondern Insider sagen auch, also wenn da sich nichts ändert, und es kann sich ja jederzeit ändern, die USA haben schon Druck gemacht, gesagt, Mensch, einigt euch doch mal, denn man sieht auch in den Tankstellen oder an den Tankstellen in den USA, wie hier hierzulande, deutlich steigende Preise, höchste Preise in den USA seit dem Jahr 2014 für Benzin. Und so sprechen Insider von Ölpreisen, was das amerikanische Crude Oil betrifft, zwischen 85 und 90 Dollar, die drin wären, und das eben weiter der Ölpreis dieses Momentum hat, wenn da nicht irgendwie doch noch eine Einigung kommt seitens der OPEC. Das ist natürlich jederzeit möglich, aber das wird ein Faktor. Was ist, wenn eben diese Geschichte nicht so mal eben wieder abgebaut wird? Wir sehen ja derzeit eine sogenannte Backwardation, das heißt, die aktuellen Kassakurse für Öl sind höher als etwa die Kontrakte in bis Dezember diesen Jahres. Also man geht eigentlich am Ölmarkt davon aus, dass dann die Preise perspektivisch wieder zurückkommen. Wenn jetzt aber von der OPEC nichts mehr kommt, dann wäre dieses Mantra, wäre diese Überlegung in Frage gestellt. Diese Backwardation möglicherweise, die relativ untypisch ist am Rohstoffmarkt, wäre ein Fehlsignal gewesen mit dann weiter steigenden Kursen, auch eben bei den Future Märkten, die weiter weg sind, den Future-Kontrakten.
Aber das würde bedeuten, Inflation is not a transitory, denn der Ölpreis ist nach wie vor ein sehr, sehr wichtiger Faktor für die Inflation. Vielleicht weniger wichtig als noch in den 1970er Jahren, klar, aber es ist nach wie vor eben so, dass die Welt weitgehend noch mit fossiler Energie betrieben wird, respektive der Energiebedarf dadurch gestillt wird. Aber es ist nicht nur Öl. Schauen Sie sich mal zum Beispiel jetzt Natural Gas an, also Erdgas in Europa. Da hat Gazprom jetzt entschieden, keine extra Pipelines zu buchen, sodass wir jetzt zum Beispiel auch die Situation haben, ich sage wieder die ganze Zeit zum Beispiel, gell? Also diesmal sage ich nicht zum Beispiel beispielsweise, sondern wir haben jetzt die Situation, dass die Backwardation hier völlig aufgehoben ist, sondern die Kontrakte, die jetzt etwas weiter weg sind bei Natural Gas, also bei Erdgas, die fangen jetzt an zu steigen, weil man ahnt, oh, da kommt jetzt weniger Angebot an Erdgas. Also wir sehen nicht nur Ölpreis, sondern auch Erdgas ist ja auch in Europa ein zentraler Faktor. Erdgas, viele heizen mit Gas dann im Winter. Also das Bild verdichtet sich, wenn jetzt nicht ein Wunder passiert, dass wir dann zumindest seitens der Energiekosten, die ja auch der maßgebliche Treiber waren in Sachen Inflation, wir hatten etwa Anstiege hier in Europa oder in Deutschland von 13% für Energie. Und dann zeigt sich noch, dass wir einige andere Probleme haben, diesen Mega-Schiffstau in China. Und da sehen wir, dass in Tianjin hier eben nach wie vor das Problem nicht gelöst ist nach einem Corona-Ausbruch. Jetzt versucht man, das Ding in den Griff zu kriegen, aber so ganz scheint es nicht gelingen. Nach wie vor ein Riesenproblem, das offenkundig größer ist als die Schiffsblockade, die wir im Suezkanal erlebt haben. Und wenn wir uns mal die Preise anschauen für einen 40-Fuß-Container, dann sehen wir, die haben sich verdreifacht im Vergleich zu vor einem Jahr. $8,400 durchschnittlich am 1. Juli, aber wir haben auch einen Anstieg von 53% zum Mai, zur ersten Woche im Mai. Also das sind schon heftige Dinge und wir sehen, da ist überhaupt keine Erleichterung derzeit spürbar. Da sehen wir nicht, dass die Preise fallen. Viele sprechen schon, oh, das wird ein schwieriges Weihnachtsgeschäft. Das wird teilweise schon zu spät sein. Wir werden diese Lieferschwierigkeiten, diese Bottlenecks nicht überwinden bis Weihnachten. Und das könnte eben auch ein zentraler Faktor sein. Wir haben heute den Hongkong PMI, also Einkaufsmanager-Index aus Hongkong, bekommen. Da spricht man von Shortage of Raw Materials, also von Basismaterialien, Shipping Delays, also verlängerte Lieferzeiten, Arbeitskräftemangel, Inflation Pressure. All das wird hier sehr, sehr explizit erwähnt bei diesem Hongkong PMI. Wir haben heute den ZEW um 11 Uhr und um 16 Uhr. Dann den ISM-Index aus den USA, Dienstleistungen, also da haben wir heute einen wichtigen Indikator auch, was die Preise betrifft in diesen Bereichen. Aber wir sehen, das ist jetzt offenkundig etwas, was doch schon sehr ins Auge sticht. Wir haben jetzt die globalen Food Prices, die sind im Mai, die Daten kommen immer erst etwas später, um 4,8% gestiegen. Das ist der größte Anstieg seit dem Jahr 2010 und das ist natürlich immer ein Problem auch für die politische Stabilität. Der arabische Frühling ist auch wesentlich mit ausgelöst worden. Also diese Unruhen in den arabischen Staaten durch steigende Lebensmittelpreise. Also das wird ein Faktor sein. Ein Faktor in den USA ist eben auch, dass die Löhne schneller gestiegen sind, als der Jobmarkt sich erholt hat. Und da gibt es jetzt einige wichtige Faktoren, die darauf hindeuten, dass wir doch eine Lohnpreisspirale bekommen. Denn die Amerikaner, die verlassen derzeit ihre Arbeitsplätze so wie noch nie. Denn viele sind durch die Anstiege der Aktienmärkte und die beschleunigte Preisentwicklung an den Immobilienmärkten, die haben sich gesagt, oh, da gehe ich mal früher in den Ruhestand, kann ich mir jetzt leisten. Viele sind raus aus Branchen, die durch Corona dann besonders gelitten haben, haben sich umorientiert in diesen Branchen, die also unter Corona, Gastro etc. besonders gelitten haben. Da herrscht jetzt absoluter Mangel an qualifizierten Kräften und. Also das hat durchaus Ursachen, die nicht so schnell beseitigt werden sollten oder können, wie Morgan Stanley hier in einer Analyse nochmal klar gezeigt hat. Kommen wir abschließend zu den Aktienmärkten. Wir hatten ja jetzt das siebte Allzeithoch in Folge, das erste Mal, dass das gelungen ist seit dem Jahr 1997, würden wir jetzt heute, morgen und am Donnerstag
weitere Allzeithochs erreichen beim S&P 500, dann wären das 10 Mal hintereinander und das hat es noch nie gegeben in der Geschichte. Wir sind leicht überkauft, aber die Saisonalität für die Aktienmärkte ist derzeit günstig. Wir haben dann auf der anderen Seite jetzt die interessante Entscheidung, um ein anderes Thema hier anzuschneiden, das für die Märkte aber auch relevant werden kann, dass Deutschland die Reisewarnung für UK, für Portugal und Indien aufgehoben hat. Auch wieder das mal ein Schlingerkurs. Wir werden eine Reiserückkehrerwelle bekommen. Wir werden dadurch wieder spätestens im September sehr hohe Corona-Zahlen bekommen, trotz Impfung. Das ist eine Never-Ending-Story. Wahrscheinlich kriegen wir keinen Lockdown, aber unsere Kinder werden dann wahrscheinlich wieder im Wechselunterricht oder im virtuellen Unterricht sitzen. Das ist wirklich eine absolute Katastrophe und keine Katastrophe ist das, was Sie hier sehen, meine Damen und Herren, am 8., den Donnerstag, 18.30 Uhr live. Boom und Bust, Roland Ulrich und Markus Fugmann. Da geht es um das Thema Inflation. Das Inflationsgespenst ist zurück und wir beleuchten das Thema historisch und von vielen Seiten hoffentlich sehr zu Ihrem Amüsement. Ich freue mich jedenfalls drauf und wünsche Ihnen jetzt einen wunderbaren Start in diesen Dienstag. Bis dann, Servus und Ciao.